Hey Leute, hier ist Sebastian und heute zeige ich euch, wie man die Geschwindigkeit einer Spielzeugeisenbahn misst mit Hilfe eines magnetischen Lineals. Ich befinde mich hier gerade in einem Praktikumsraum der RWTH Aachen und ich werde gleich herausfinden, wie schnell dieser Zug ist, indem ich Vifox benutze und ein paar Magnete. Das Prinzip ist recht einfach. Die Magnete werden in bestimmten Abständen platziert, zum Beispiel 60 cm. Das Handy erfasst das Magnetfeld und zählt einfach, wie oft es diese 60 cm Strecke zurückgelegt hat. Für dieses Experiment braucht ihr ein Smartphone mit Vifox. Vifox ist kostenlos verfügbar für Android und iOS. Besucht einfach vifox.org und folgt dem Link zum jeweiligen App Store. Ihr braucht ein paar Magnete. Ich benutze hier seltene Erdenmagnete, aber der ideale Magnet hängt davon ab, wie euer Aufbau aussieht und wie weit eure Magnete dabei von eurem Handy entfernt sind. Dann braucht ihr natürlich noch ein Experiment, in welchem ihr eine Geschwindigkeit messen wollt, wie diese Spielzeugeisenbahn. Der Plan ist jetzt, dass wir mehrere von diesen Magneten mit fixen Abständen platzieren, sodass, wenn der Zug darüber fährt, er einfach mitzählen kann, wie viele von diesen Magneten er jetzt passiert hat. Die Magnete sollten ein Feld erzeugen, das stärker ist als das Erdmagnetfeld, aber nicht so stark, dass sie euer Handy oder seine Kompassfunktion beschädigen könnten. Ihr solltet niemals einen seltenen Erdenmagneten oder einen anderen starken Magneten direkt an euer Handy halten. Falls ihr unsicher seid, startet einfach das Magnetometer-Experiment und schaut euch die Werte an, während ihr euch mit dem Magneten langsam dem Handy nähert. Ein Feld zwischen 100 Mikrotesla und einem Millitesla sollte gut funktionieren. Platziert die Magnete in festen, nicht zu kleinen Abständen. Stellt sicher, dass die Pole jedes Magneten in dieselbe Richtung zeigen und dass das Handy alle Magnete im gleichen Abstand passiert. Jetzt könnt ihr das Experiment Magnetlineal in der Kategorie Werkzeuge öffnen und dort die Entfernung eurer Magnete in der App eingeben. Mein Handy liegt nun sicher auf dem Zug. Jetzt muss ich nur auf Play drücken und Stoff geben. Das Handy misst das Magnetfeld und zählt die Anzahl der Magnete, an denen es vorbeifährt, und den Zeitpunkt, an dem es an jedem vorbeifährt. Also jedes Mal, wenn das Handy ein starkes Magnetfeld sieht, wird der Abstand zwischen den Magneten zur Gesamtentfernung addiert. Also, hier ist jetzt mein Ergebnis. Der Zug hat eine Geschwindigkeit von fast 1,4 Metern pro Sekunde erreicht. Ihr könnt das jetzt einfach zu Hause ausprobieren. Oder, falls ihr tolle Ideen für Experimente mit Vifox habt, lasst es uns wissen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.